Wenn ich zum ersten Fenster rausschaue, dann sehe ich diese Wiese. Mich hat schon lange mal interessiert, wie man diese Wiese meint. Die ist nämlich unglaublich steil. Hier mit dem tausiger Teil von weit weg sieht man das gar nicht so. Das ist übrigens der Roger. Der Roger Müller, er meint das. Früher ist das gemeint worden von Martin und von der Ruth Müller. Da hatten sie noch ältere Maschinen gehabt. Aber der Roger, er hat gespart und investiert und er hat hier einen Hydrostatmeier. Das ist sicher ein bisschen einfacher als mit den alten Geräten, aber trotzdem sehr schwierig, um mit so einem Meier zu fahren. Sieht alles viel einfacher aus. Sieht auch viel flacher aus von weit weg. Hier seht ihr jetzt, wie steil das ist. Auf das komme ich nachher noch. Ich war stumm, wie der Roschi hier überhaupt noch laufen kann. Ich bin auch raufgelaufen, aber ich bin immer wieder gerutscht und umgekehrt. Es drückt Kopf vergessen. Und darum habe ich einfach mal die Aussicht angeschaut und gedacht, ja, ich will das auch mal geniessen. So als Nicht-Landwirt kann man das ja. Ja, und währenddem ich so die Aussicht angeschaut habe, habe ich gedacht, es ist auch schon wunderschön, von da oben runter zu schauen. Aber hier zu arbeiten, den Port zu, das ist dann doch ganz eine grosse Herausforderung. Und dann habe ich den Roschi gesucht. Von weit weg habe ich ihn wieder gefunden, wieder mit dem tausiger Tele. Er war links von dieser Halde. Ja, die Halde, die hat es in der Tat in sich. Es ist eine Ökowiese. Ab dem 1. Juli darf man hier mähen. Einmal im Jahr darf man hier mähen. Nachher im Herbst sind sie noch die Schafe drauf. Aber auf das kommen wir später noch. Der Roschi hat sich hier wieder aufgekämpft mit seinem Meier. Er gemerkt, er ist gelernter Zimmermann, er hat Kraft, er hat Energie, er hat Fitness. Also es drückt auch mit dieser modernen Maschine zum hier meien. Und hat das wirklich durchgemacht. 4 Stunden lang hat er auf dieser Halde gemäht. Die Halde, 74 Ahren gross, hat ein riesiges Gefälle. 56 Ahren sind über 50% steil und 12 Ahren noch 35-50%. Ich habe auf Roschi gewartet und da seht ihr, wie er kommt hinter dem Horizont. Und jetzt seht ihr auch, wie schräg das ist. Ich habe manchmal denkt auch der moderne Meier, irgendwann überkippt es der und er denkt, hoffentlich passiert ihm nichts, einem Roschi. Ja, also eine Ökowiese hat es in sich. Ich überlasse euch diese Bilder und euren Gedanken, die ihr hoffentlich macht, wenn ihr so denkt, was ein Landwirt muss investieren muss, wie viel er muss schaffen und was er am Schluss verdient. Idyllisch, gerade mit dieser Musik, wenn man so da steht, die Aussicht geniesst.
Ja, dann geht es mir wie denen, die unten Velo fahren. Es ist wirklich schön in dieser Gegend. Aber ich habe immer an Roger gedacht, die riesen Arbeit, die er hier machen musste. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, er hat das mit Freude gemacht. Er hat den Einsatz gehabt. Ich kann euch sagen, es hat wirklich gar keinen Moment gegeben, wo er aufgehört hat. Einmal hat er den Meier geputzt, habe ich von mir daheim wieder gesehen mit dem 1000er-Teli. Da habe ich gedacht, hoppla, jetzt macht er ein Päuschen. Aber auch letztes. Er hat noch das Gräs rausgerübelt und dann ist es weitergegangen. Ja, das muss sein. Die Halde, die muss irgendwie in einem Schnarzen weg. Ich glaube, das ist ein gewisser Stolz, den man eben hat, wenn man das dann eben gemacht hat. Aber 4 bis 6 Stunden ist man da locker dran. Und es ist eine riesige Fitnessleistung, ganz eindeutig auch mit diesen ganz modernen Geräten. Es ist wirklich erstaunlich, wie der Meier hier hebt, wie er sich einhögelt. Es ist alles wirklich sehr, sehr rutschig hier. Es drückt grausam. Auf das kommen wir später noch, wenn wir mit der Ruth Müller reden. Aber der Roger, er ist dran geblieben. Und die 74 Jahre hat er in einem Sturz einfach weggemeint. Und ich habe während dieser Zeit ein bisschen die Aussicht genossen. Und dann, einen Tag später, gemeint hat er ja am 3. Juli und am 4. Juli, dann ist er mit seinem Hydrostat, Transporter oder wie man dem sagt, auf jeden Fall eine Maschine, kostet locker einiges mehr als 100'000 Franken, ist er hergegangen und hat hier eben dann geworben, aber nur gerade in den untersten paar Metern. Weiter rauf ist er dann eben nicht gekommen, auch mit dieser Supermaschine nicht. Wenn ihr das mal anschaut, ich bin selber noch Panzer gefahren, die Seitenlage, finde ich, die ist sehr, sehr gefährlich. Da braucht Mut, da braucht Können, auch wenn man eine Supermaschine hat. Natürlich hat sich einiges verbessert mit der Maschine, aber trotzdem, es braucht wirklich ganz ein riesiges Können, es braucht Mut, es braucht Freude an dieser Arbeit. Die Ökowiese, ich wiederhole es nochmal, 74 Jahre und 68 davon sind mindestens 35% steil. 56 Jahre nämlich über 50% und 12 Jahre eben noch zwischen 35 und 50% steil. Und das ist wirklich ungeheuer. Wenn es mal gemeint ist, in solchen Grässdörfern oder nicht steigen. Wenn es mal gemeint ist, wenn ihr richtig Schloss Werrenberg raufgeht, dann laufen doch einmal die Halde rauf dort. Kurz vor dem Schloss sehen ihr sie. Und dann könnt ihr mitreden, was der Roger hier leistet. Und ich habe dann mit der Ruth Müller geredet, was sie geleistet hat, früher und jetzt sicher auch noch auf anderen Bereichen. Ruth, gell, es ist dein Boden hier. Ja, also jetzt nur. Also ich bin einfach hier aufgewachsen mit dem Vater, oder? Und davor ist der Grossvater hat das gekauft. Und dann ja, haben wir dann da gebaut, weiter, wo mein Vater noch nicht mögen. Und jetzt hat es der Roger übernommen, die Landwirtschaft. Und jetzt tut er weiter bauen. Aber gell, Maschinen hin oder her, eine strenge Sache ist es. Also auf jeden Fall. Wir haben das noch alles von Hand gemeint. Also meine Eltern noch mit einer Säges, Maisäges gemeint. Morgen um 4 Uhr aufgestanden und haben dann selber gemeint. Und dann hat man es eben noch von Hand geworben und mit dem Rechen gekehrt. Und dann hat man da ja die Maden gemacht. Dann hat man Bündel. Ja, ich sage jetzt Höhbündel eben. Hat man dann gemacht da. Und dann hat man es müssen nachtragen, da die Burde. Und dann hat man es in die Stalle getragen, oben rein da mit der Leiter und dann über rein geworfen. Und das ist jetzt der Roger, gell? Aber, und er jetzt natürlich Ringer. Er tut top. So mit dem Blöser hat jetzt angefangen. Und mit dem tut er kehren und anblasen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, es drückt noch. Also man muss noch stehen hier oben. Also ich war auch nicht hier oben, also es drückt ab, vergessen. Gell? Also ich war noch vor 10 Jahren bin ich noch barfuß hier oben, aber heute kann ich nicht mehr. Gell, man rutscht einfach schnell. Ja, und am Anfang war das eben noch so wie streuig. Wenn du draufgekommen bist, hat's dich nach unten aus. Und dann aber jetzt ist es schon etwas weicher geworden, das Höhe. Es ist jetzt Öko. Da dürfen wir eben auch nicht vor dem Juli mähen. Jetzt, gestern hat er ja gemäht, gell? Und heute hat er einen Teil in die Sonne geworben und jetzt eben bläst er so oben nach. Aber jetzt fällt er unten an. Ja, er tut dann so, er kann nicht von zu oben stehen, oder? Sonst gibt es ja einen unkugeln Maden. Jetzt muss er einfach so vorne zu, alle ein bisschen anschauen. Das ist schon wieder wie gehört. Genau. Und sonst gibt es ja einen unkugeln Puschel, wenn du von oben nachher schon einen Maden machst. Chef, haben die einmal radikal alles weggefressen? Oder haben die dort auch schon mähen müssen? Also die haben wir jetzt einfach einmal im Herbst. Ja. Sind sie da, wenn sie von Alp kommen? Im Sommer durch sind sie da.
Der Sachser Luggen, der Unteralp, Oberalp, Roslenalp. Das ist natürlich schon gefreut. Dann kannst du im Sommer hier wieder. Ja, musst nicht auch noch auf die Schäfe schauen. Aber hast du manchmal auch ein bisschen Angst raus? Er hat am Anfang mehr probiert. Dann hat die Mama noch gesagt, nein, so das ist nicht, sollst du nicht. Also nicht gesagt, du darfst nicht, einfach. Und jetzt, nein, er ist vorsichtiger geworden. Wir haben es vorher auch gesehen, gell? Man rutscht schnell ein bisschen. Er hat gesagt, rutschen mache ich nichts, aus, wenn wir einhängen. Das hat er schon recht, aber man weiss ja nie, hat er zum Teil Hügel, ein paar Maushäufe drin, man hat ihn schnell mal ein bisschen eingehängt. Das sind eben vorher so, der Vater und der Grossvater, die haben dann da, wie Wege sind dann da gewesen. Dann haben sie hier wieder so wie einen Rang gemacht, oder? So ein Podestli. Die haben dann mit, sagen wir, haben sie rausgekommen, vorher mit Kühen, mit einer Kuh rein, Mist reinzuhagen, so weg. Da rein? Ja, ja. Die sind dann da vorne ist der Weg gegangen, da vor, da durch. Das sind etwa drei Dinge. Also dort, wo der Rost jetzt wieder zurückkommt, dort, dort ist der dort Weg. Dort ist der Weg gegangen, ja, ja. Bis zum selben Tür, ein Baum rein und dann vorne. Und einer ist noch ein bisschen unten durchgegangen. Hoi, hoi. Die haben dann so wegen Mist getan, oder? Aber da machen ihr es Sommer, oder Mist? Ja? Darfst nicht einmal. Darfst nicht einmal. Nein, weil es Öko ist. Sollst nicht. Einfach was die Schäfen im Herbst dann liegen lassen. Sepp darf noch sein. Aber Schafen darf man noch, bei dem Gefäll hier. Ja, ja. Ja. Was wird anders? Es ist ja schön, du musst es noch einmal heuen, oder? Vom Sepp her ist es ja. Weißt, wir sind ja fast Jahrgänger. Ich kann mich erinnern, wir sind hier mal Schlitteln gegangen mit dem leeren Kubli. Jetzt weiss nur, sind wir hier ein oder weiter ein. Das tut brutal. Also, wenn man hier den Port steht und dort einmal dahinter ist, das ist viel, viel steiler, als was man hier überhaupt jetzt gesehen hat. Gell? Also, es drückt einfach Gott vergessen. Also, eine ungefährliche Arbeit ist auf keinen Fall. Also, ich glaube nicht, dass ihr jemals hier geschlittelt habt. Nein, wie, weißt du, wie links? Es wäre weiter ausgesehen. Ja, aber dort ist immer auch so Gott vergessen steil. Ja. Ja. Es drückt, gell, wenn man im Hang drin steht, das drückt Gott vergessen. Jetzt kommt ja, wieder, also mit Wanderschuhen hast du dann auch schon ganz einen guten Stand jetzt. Ja, dann bin ich zu dumm dazu, weil ich gestern auch rumgerutscht bin. Ja, du bist mit Sonderschuhen gekommen. Das habe ich natürlich nicht. Aber ich sehe daran, gell, wenn du so könntest, du nimmst den Brechen und das ist noch ein bisschen anrechnen. Da geht er noch ein bisschen. Ich habe nur den Job stehen, es geht nur. Aber wenn du könntest, du tätest noch gerne. Auf jeden Fall. Das zuckt einem. Ja, wenn du das von Kind auf gemacht hast, ist einfach in dir hin, oder? Ja, genau. Gell? Und dann nachher. Ja, ja, machst du es halt gerne, oder? Aber einmal geht es halt eben um. Eben auf der Ebene geht es noch. Ja, ja. Und darum hast du denke Zwilling, oder? Damit dann beide könnten. Eigentlich. Tut der andere auch? Er hilft. Er hat einmal, wenn die haltet, meint wird, hilft er einmal auch. Aber im Moment ist er im halb im Krankenstand, er hat noch Thrombose gehabt, ja. Krampfadern. Und jetzt geht er jetzt halt nicht rein. Aber eben, weißt du, sie sind ja Bären natürlich Zimmerleute, also sie sind natürlich gewohnt, gell, so unwegige Sachen zu laufen natürlich. Ja, das muss dir schon in die Wiege gelegt sein. Sonst. Und wenn wir es, weißt du, von hier weg so anschauen, ich schaue es noch neben dem Okular vorbei. Von unten aus sieht es doch gar nichts aus, oder? Von der Steile her. Man merkt es gar nicht so. Aber wenn man dann im Hang hinsteht, dann drückt es Gott vergessen. Ja, ja. Dann gehen wir mal ein Stück rein. Ja? Und ja, hoffen, er rutscht hier nicht zu fest. Also, ich muss schon sagen, er hat da voll im Griff. Er hat hier eine riesige Fitness, gell? Gestern aus Maya. Ja, ich meine, die sind noch sportlich und noch jung, das haben wir hier auch gemacht, oder? Ach, komm jetzt, mit 30, 37 Jahren, noch mit 50 Jahren haben wir es gemacht. Also oder? Ich nicht. 55. Ich hätte es nicht können. Also Gott, jetzt hättest du 10 Jahre nur noch so weg. Ja, ja. Und seit ja. Ich das Knie operiert habe, kann ich eben auch nur noch. Bin ich froh, wenn ich mit ihnen bin. Ja, hat einen guten Stand. Also eben, nicht dort schon ein Loch, wie du reingehst. Genau, ja. Nein, nein. Ich gehe mal rein, mal schauen, ob man die Steile nicht ein bisschen mehr sieht. Ja, ja. Thank you.
wir haben noch nie so viel auf einmal gemäht. Vielleicht ein Drittel von der Halde. Eben, gell? Bleibt er nur die unten, gell? Ja, nicht noch das Knie riskieren. Ja, auf die Rippen. Ja, aber eben, wie gesagt, dass man kürzt die Route, ist man es gleich ein bisschen angestiegen hier. He? So, dann blumen wir uns in die 10.000 Meter und haben eine Freude, dass man so etwas noch in dieser Art und Weise bewirtschaftet.